Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Alice und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Frag Alice. Heute in der Folge Nummer 10. Der Prinz des Wahnsinns fragte, wenn Autofahren verboten ist, nachdem man etwas getrunken hat, wieso haben Bars und Kneipen Parkplätze? Also, zuallererst, es kommt darauf an, was man trinkt, ja? Wenn ich jetzt nur eine Sprite oder eine Cola trinke, kann ich immer noch Auto fahren. Also, dann nehmen wir uns quasi die Bio-Limonade und können immer noch Auto fahren. Trinke ich allerdings stattdessen einen Calperinia, dann darf ich natürlich kein Auto mehr fahren. So, Parkplätze unter anderem auch deswegen. Die Angestellten, die trinken höchstwahrscheinlich nichts, die dürfen dann noch Auto fahren. Außerdem kann man ja Fahrgemeinschaften bilden, sodass man ausmacht, der eine trinkt nichts, der muss dann fahren und die anderen dürfen dann was trinken. Du kannst allerdings auch, selbst wenn du mit dem Auto auf dem Parkplatz geparkt hast und dann etwas trinkst, kannst du immer noch mit den Öffentlichen oder mit einem Taxi nach Hause fahren und kannst am nächsten Tag, wenn du ausgenüchtert bist, auch dein Auto vom Parkplatz wieder abholen. Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage, wieso Bars und Kneipen Parkplätze haben. Anders kann ich mir das auch nicht erklären. Es ist da zum Parken, wenn du nichts Alkoholisches trinkst und dann wieder wegfahren kannst. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte dir die Frage beantworten. Und jetzt frage ich dich, bist du schon mal mit deinem Auto zu einer Bar oder Kneipe gefahren, um dort etwas Alkoholisches zu trinken? Oder hast du dann dir gedacht, nein, ich habe mein Auto dabei und du trinkst nichts Alkoholisches? Ja. Ich hoffe, ich konnte dir die Frage beantworten. Alle weiteren Fragen kommen am nächsten Sonntag um 19 Uhr wieder online. Bis dahin, bye bye!